Es sind jetzt offiziell über 30 Tage vergangen, seitdem ich probiert habe, Daytrading ernsthaft zu lernen. Was ich alles gelernt habe und wie viel Geld ich letztendlich damit gemacht habe, nun, das seht ihr in diesem Video. Am Anfang dachte ich, Trading hat viel gemeinsam mit Glücksspiel und nur ein Vollidiot würde da Geld einzahlen. Ja, also war ich dabei. Also für die 10 Leute, die nicht wissen, was Trading ist. Nun, es gibt da was namens Aktienmarkt und dort kann man Aktien kaufen oder verkaufen oder beziehungsweise auch Wechselkursmarkt. Dort kauft man zum Beispiel Euro US-Dollar, was einfach nur sagt, okay, ich denke, dass der Euro stärker als der US-Dollar performen wird und wenn der Graph hochgeht, ja, verdiene ich Geld. Wenn der Graph runtergeht, verliere ich Geld. Pretty simple. Und beim Aktienmarkt ist es das gleiche. Ich denke, dass Apple gut performen wird dieses Jahr, also kaufe ich mir eine Apple-Aktie, die geht hoch, ich kann sie wieder verkaufen und habe somit easy Geld gemacht. Natürlich war das jetzt eine viel zu einfachere Erklärung und da gibt es noch viel mehr Indikatoren und ja, Einflüsse, die sowas beeinflussen. Wow. Aber ich habe die letzten 30 Tage im Wechselkursmarkt getradet. Daytrading, um auch genau zu sein. Und die allerersten 3 Tage habe ich auf diesem Kanal natürlich ausführlich dokumentiert. Könnt ihr euch ja nochmal gerne anschauen, aber hier mal ein schneller Recap. Am ersten Tag habe ich mir ja von Grund auf Daytrading beigebracht mit Büchern, mit Internet, mit was es auch noch so gab. Und ich habe die fundamentalen Sachen vom Daytrading gelernt, was mir jetzt im Endeffekt echt enorm geholfen hat. Wie ihr später sehen werdet, haben wir eine eigene Strategie entwickelt. Am zweiten Tag haben wir die Strategie, die wir am ersten Tag entwickelt hatten, getestet. Am dritten Tag haben wir dann auch schon massiv Geld gemacht, obwohl wir ja von 500 Euro auf 200 Euro runtergekommen sind. Haben wir dann innerhalb der 3 Tage den Account von 500 auf 700 Euro hochtraden können, was echt wirklich sehr stark war, um ehrlich zu sein. Und hatte ich echt nicht gedacht. Danach war natürlich meine Hoffnung hoch. Ja, was leider nicht so wirklich hilfreich war. Aber okay, betrachten wir das Ganze mal mega neutral. Nach den 3 Tagen wollte ich nämlich vom Konzept wegkommen, viele Trades an einem Tag zu machen, zu eher langfristige Trades eingehen. Weil sind wir mal ehrlich, wer hat den ganzen Tag Zeit, sich vor einer Chart zu setzen, die ganze Zeit Trading-Kerzen anzuschauen und gucken, ob man da irgendein Pattern drin sieht? Außer mir wahrscheinlich keiner. Aber deshalb dachte ich mir, sucht man sich an einem Tag eine freie Stunde und schaut, ob man dort langfristig eine Chart analysieren kann und wie gesagt langfristig ungefähr predikten kann, wohin der Preis geht. Somit hat man einfach nicht den Hassle, den ganzen Tag vom PC zu sitzen. Hierbei verwenden wir natürlich noch unseren eigenen Account, den wir mit 500 Euro angefangen haben. Und am Ende dieses Videos werden wir dann auch nochmal Live-Trades eingehen. Das heißt, ich werde euch mitnehmen. 1-2 Tage können ja nicht schaden, ja, extra Trades mitzunehmen. Hauptsache ist, dass wir nicht unser ganzes Geld verlieren. Denn ich kann euch schon mal eins sagen, ich habe fett Cash gemacht. Okay, meine Trading-Reise fing somit an, dass wir 3 Trades eingegangen sind. Einmal beim Euro und dem britischen Pfund. Dann der britische Pfund gegen den japanischen Yen. Und der britische Pfund gegen den US-Dollar. Beim Euro-GBP habe ich mir einfach gesagt, okay, wir haben eine Unterstützungslinie, die eventuell gebrochen wird. Wir haben eine Trendlinie, die nach unten geht und wir sind außerdem unter Moving Average. Warum verkaufen wir nicht das Ganze? Und das war auch hierbei meine Strategie bei dieser ganzen Challenge, ja, weg von Indikatoren zu gehen und einfach langfristig Marktstrukturen zu erkennen und diese zu verfolgen. Support und Resistance ist da echt extrem wichtig, wie ihr es auch zum Beispiel bei GBP-JPY hier jetzt seht. Dort hatten wir nämlich eine Resistance-Line. Dort ist der Preis nämlich, ja, stark abgegangen in der letzten Zeit und ich habe gesagt, okay, der RSI ist ein bisschen hoch, ja, shorten wir mal das Ganze, das heißt, wir verkaufen dieses Paar. Ungefähr das gleiche auch beim britischen Pfund mit dem US-Dollar. Alle 3 Trades, die wir eingegangen sind, waren Sell-Positionen und um ehrlich zu sein, liefen die Trades nicht wirklich gut. Kurze Zeit später waren wir dann auch schon ein bisschen in den Miesen und ich musste ja feststellen, dass einige beim Stop-Loss getriggert wurden. Stop-Loss ist eigentlich nur eine Linie. Ihr sagt, okay, wenn der Preis bis dahin fällt, verkauft der Broker automatisch. Das habe ich gesagt, damit wir den ganzen Account nicht verlieren. Somit ist unser Schaden nur auf minus 180 Euro, ja, für die ersten Trades jetzt minimiert worden, was dann auch wieder fast den ganzen Profit von den ersten 3 Tagen wegmacht. Das war natürlich nicht so ideal und ich bin euch ehrlich, das hat mich auch ein bisschen mitgenommen, denn ja, wir hatten innerhalb eines Tages eigentlich über 200 Euro fast Profit mitgenommen und dann auch wieder verloren nach einem Tag. Extrem volatil das Ganze hierbei. Nun, um ehrlich zu sein, ja, ich bin einfach weiter Trades für Trades reingegangen mit, ja, meiner Strategie, heißt einfach Marktstrukturen erkennen. Hier seht ihr wieder 2 Trades, einmal der Euro und der Schweizer Franken, dann australische Dollar und der japanische Yen. Beides war eine Long Position, dieses Mal lief es ein bisschen besser, könnte man so sagen. Ich meine, einerseits, okay, wir wurden wieder ausgestoppt, das heißt, unser Stop wurde wieder getriggert. Bei 2 Positionen, wir hatten insgesamt 3 offen, minus 125 Euro. Wow, ich bin, glaube ich, Profi-Trader. Nee, aber es hört sich jetzt alles echt extrem negativ an und ist es auch eigentlich. Außer, dass wir mit der einen Position dann auch letztendlich wieder richtig gut im Profit gekommen sind. Und zwar lief die eine Position mit über 140 Euro in den Positiven. Da war halt natürlich die Frage, wie lange wir diesen Trade halten. Denn jetzt einfach mal so 140 Euro mitzunehmen, wenn ich 100 Euro vor mir liegen habe, ist das schon ein bisschen tempting. Also dieser eine Trade, den wir geöffnet haben, der läuft jetzt immer noch und wir sind 190 Euro im Plus. Leider waren wir im Minus mit den anderen Trades, aber schauen wir mal, was damit noch passieren wird. Am Ende des Tages mit 100
187 Euro. Was ja schon mal ziemlich gut war, denn somit hatten wir wieder einige Negative rausgemacht und ich konnte in die nächsten Trades starten mit einem besseren Gefühl. Und um ehrlich zu sein, war das auch ja die richtige Entscheidung, denn die letzten paar Trades, die haben echt, Bro, das ging einfach nur ab. Mir fehlen die Worte dafür, schaut euch selber an. Wir haben uns wieder drei Trades ausgesucht. Wieder Euro, Schweizer Franken, Euro, japanischer Yen und britischer Pfund und der US-Dollar. Die liefen alle echt extrem gut und ja, während des Tages habe ich ein Signal bekommen von einer Telegram-Gruppe. Das ist gerade ein anderes Video, aber ich war echt tempting, dies zu nehmen und ich habe dann auch das Signal genommen. Basically, ein Signal ist einfach nur, wenn ein professioneller Trader dir sagt, okay, kauf jetzt. In meinem Fall war das jetzt Gold. Er hat gesagt, kauf Gold und setz den Stop-Loss hier und Take Profit da. Dann, ja, shared er mir halt seine Informationen und es ist halt, sag ich mal, sein Trade und nicht meiner. Machen auch echt nur die Dümmsten eigentlich. Also habe ich es gemacht. Und dieser Trade lief echt extrem gut, aber letzten Endes 138 Euro in Gold gemacht und aktuell sind unsere Positionen von heute Morgen auch extrem im Profit. Insgesamt 230 Euro ish, womit wir dann heute insgesamt fast 400 Euro Profit machten. Mit unter einer Stunde Arbeit. Dieser Trade war echt extrem heftig, denn innerhalb von 10 Minuten hatte ich über 60 Euro verloren. Hätten wir zu diesem Zeitpunkt natürlich den Trade geschlossen, habe ich aber natürlich nicht, denn ich habe diesen Trade gehalten und wir konnten ca. 140 Euro mit Gold innerhalb von 30 Minuten, was ich selber nicht gemacht habe, mitnehmen. Was ist Trading für eine Welt? Wirklich, es ist insane. Abgesehen davon waren diese Trades an dem Tag auch noch extrem gut. Die ganzen Trades sind echt profitabel gewesen und wir haben richtig fett Cash mitgenommen, sodass wir letztendlich heute zum jetzigen Zeitpunkt einen Account von 1127 Euro haben. Wir haben den Account mit 500 Euro gestartet, dass wir innerhalb 30 Tagen unser Geld verdoppeln. Ist echt heftig. Aber ich bin dann natürlich auch noch gespannt, was für Trades wir dann demnächst auch noch eingehen, denn ich habe ja gesagt, wir werden dann ja diesen Account weiter traden. Ein paar Live-Trades werde ich mit euch machen, deswegen ja, hoffentlich verlieren wir nicht den ganzen Account. Okay, wie auch bei den vorherigen Trades werde ich hierbei wieder meine Strategie verfolgen. Das heißt, ja, Marktstrukturen erkennen und eher weniger auf Indikatoren setzen. Der erste Trade, den ich eingehen werde, ist US-Dollar und dem japanischen Yen. Wir haben einen leichten Aufwärtstrend. Eine Unterstützungslinie ist auch vorhanden. Ich denke, der Preis könnte jetzt weiter steigen. Das war Trade Nummer 1. Trade Nummer 2 wäre dieser hier, und zwar der australische Dollar und der japanische Yen. Unterstützungslinie gegeben. Dort sind wir sau oft runtergekommen und retestet. Aber ich bin ziemlich confident, dass dieser Trade hochgehen wird. Und der letzte auch noch dann GBP USD. Dort sehen wir auch nochmal ein schönes Widerstandslevel, welches wir haben. Abgesehen davon denke ich, dass wir hier ein Head and Shoulders Pattern haben. Natürlich nicht das Shampoo, sondern diese Marktstruktur, die einem dann sagt, okay, der Preis wird jetzt reversen. Muss natürlich nicht sein. Take Profit und Stop Loss sind überall gesetzt. Das heißt, wir können nicht den ganzen Account verlieren, was schon mal gut ist. Aber ja, schauen wir erstmal, was passieren wird. Seit der Aufnahme vorhin sind jetzt 4 Stunden vergangen und ich habe nicht so wirklich gute Nachrichten. Denn, ja, overall sind wir aktuell ca. 100 Euro miesen. Die eine Position läuft gerade noch halbwegs okay, aber die anderen beiden sind halt ja mit 40 und 60 Euro nicht akzeptabel. Aber dadurch, dass wir einen Stop-Loss haben, sollte ich mir eigentlich eh keine Gedanken machen, was der Zwischenstand ist, sondern nur das ja Endergebnis natürlich. Wie lange halte ich die Trades? Das ist die Frage. Entweder bis die Stop-Loss oder den Take-Profit berühren. Könnte aber natürlich dann sein, dass die Trades halt mega lange offen bleiben. Aber vielleicht passiert ja über Nacht was und morgen bei Tag 2 können wir da irgendwie was reißen oder so. Okay, gute Neuigkeiten, aber auch schlechte Neuigkeiten. Und zwar heute Morgen, als ich aufgewacht bin, beziehungsweise ja, kurze Zeit später, wurden wir ausgestoppt. Insgesamt mit minus 84 Euro. Aber wie auch schon mal in dieser Challenge, habe ich einen Gold-Trade genommen durch ein Signal, was sich überaus positiv erwiesen hatte. Auch mit 84 Euro plus, was schon mega gut ist, dafür, dass ich dann nichts gemacht habe. Dazu kommt nochmal ein ausführlicheres Video, wie ich Signale teste. Und deswegen wollte ich das in diesem Video nicht so oft ausprobieren. Aber die anderen zwei Trades laufen gerade aktuell auch gut. Circa plus minus 0, der eine ist bei plus 50 Euro, der andere minus 50 Euro. Werde ich jetzt nochmal neue Positionen eingehen für diese Challenge? Gute Frage, aber dann wären wir schon über die 30 Tage. Deswegen muss ich erstmal warten, was mit den Trades jetzt passiert. Okay, ich habe nochmal in unseren Account reingeschaut. Die eine Position bei 70 bis 80 Euro und die andere auch bei 70 bis 80 Euro. Morgen ist Freitag, das heißt, morgen müssten wir unsere Trades dann schließen, denn übers Wochenende werde ich sie sicher nicht halten. Gebühren und am Wochenende haben die Märkte zu. Anscheinend habe ich innerhalb der 30 Tage schon noch etwas über Trading gelernt. Deswegen kauft auf jeden Fall meinen Kurs. Nur 499 Euro heute mit einer 69%igen Winrate. Ja, aber egal, was mit den Positionen passieren sollte, es war auf jeden Fall eine spannende Reise. Trading macht auf jeden Fall unheimlich Spaß und auch ein bisschen süchtig. Klar nimmt es auch einen emotional mit und man checkt die ganze Zeit sein Handy, ja, die Charts. Was macht der Preis gerade? Bin ich im Plus? Soll ich jetzt rausgehen? Soll ich nicht rausgehen? Auch innerhalb der letzten 30 Tage ist mir auch echt bewusst geworden, das Wichtigste überhaupt ist eigentlich wirklich nur, glaubt an euch selber und glaubt an das Universum. Glaubt daran, dass es alles gut werden wird, dass dein Leben das perfekte Timing hat,
auch wenn die Sachen jetzt alles schlecht laufen. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Was dann mit den offenen Positionen über Nacht doch passieren sollte, einfach nur insane. Wow. Wie kann man einen Tag besser starten, als mit 200 Euro Profit aufzuwachen? Nee, um ehrlich zu sein, das ist einfach nur krass, was hier abgeht in dieser Challenge. Ihr seht hier gerade ca. 190 bis 200 Euro im Profit, sogar die eine Position über 165 Euro im Profit. Die war bei 200, als ich vorhin geschaut hatte, aber ich mach die jetzt mal zu. Und die andere, die auch gestern so den Miesen waren, ist jetzt auch wieder ins Positive gekommen, also echt einfach nur insane, was hier passiert ist. Somit haben wir für den heutigen Tag 180 Profit ja direkt wieder mitnehmen können und unser Account ist bei 1320 Euro. 1320 Euro. Wir haben mit 500 angefangen. Einfach nur mega insane das Ganze und ich denke, ich werde jetzt keine Trades mehr übers Wochenende machen, dadurch, dass die Märkte schließen und jetzt noch kurzfristig ein Trade einzugehen, ist meiner Meinung nach ein bisschen riskanter, dadurch, dass sowieso unsere Strategie ausgeplant ist, um Trades für die Zukunft zu analysieren. Bitte macht es nicht direkt so nach, wie ich es jetzt gemacht habe, denn Glück war schon ein wichtiger Faktor bei mir. Und tradet nur mit Geld, welches ihr sicher verlieren könnt, denn auch nur so könnt ihr euch emotional von eurem Kontostand trennen. Aber wenn ihr noch sehen wollt, wie ich innerhalb von 24 Stunden mit einer anderen Methode Geld verdient habe, dann würde ich euch empfehlen, dieses Video hier zu schauen. Ist auf jeden Fall auch ein Banger. Like gerne dieses Video und bis zum nächsten Mal.